So, wir sind hier gerade bei Mitarbeiterbesprechung von der Teamcamp, vom Teamcamp. Wir haben schon eine Menge geplant. Ihr könnt es gerade dummerweise nicht sehen, was wir schon alles geplant haben. Ein super Thema. Ja, und was... Warte mal. Ey, Simon! Das dauert viel zu lang. Das muss schneller gehen. Wir haben das Problem, es sind kaum noch freie Plätze da. Und wenn sich noch viele Leute anmelden, werden wir tatsächlich mehr Mitarbeiter suchen müssen. Da wird er natürlich gar keinen Bock drauf haben. Liefern wir euch jetzt einen Haufen Gründe, warum ihr besser euch nicht anmeldet. Weil du danach wochenlang ein Ohrwurm von Safi Duo haben wirst. Weil du mega Bauchschmerzen von Michelle bekommst. Weil du eine Woche lang zum Duschen anstehen musst. Weil du sonst deine komplette Woche allein daheim verbringen verpasst. Also aufs Teamcamp kannst du echt nicht gehen, weil da kannst du echt Freunde kennenlernen, die werden dich dein ganzes Leben begleiten. Weil du eine Woche lang nicht für die Schule lernen kannst. Weil du keine Kratzer von sehr, sehr geilen Spielen bekommen wirst. Es hat einen enormen Suchtfaktor. Weil dir Zocken danach lame vorkommt. Weil du auf ganz viele verrückte Menschen triffst. Weil du eine Woche lang mit coolen Leuten interagieren musst. Weil du vor lauter coolen Aktionen nicht mehr wissen wirst, welche die coolste Aktion war. Weil danach alles nach Lagerfeuer stinkt. Weil über die Insider vom Teamcamp zu Hause keiner lachen wird. Weil es sein kann, dass du schon dort deinen Partner fürs Leben kennenlernst. Weil du dein Handy eine Woche lang auslässt. Weil es tatsächlich sein könnte, dass die Leute, die du kennenlernst, 15 Jahre später zu deinen besten Freunden gehören. Weil du Muskelkater haben willst nach dem viel Action am Abend. Weil du mit solchen Leuten rumhängen musst. Weil einer dieser 20 Leute dein Teamcamp-Papa ist oder deine Mama. Wenn du trotzdem dabei bleiben willst, melde dich schnell an unter www.gmwbayern.de.